In der Motivations- und Glücksforschung sorgt ein neuer Begriff für Aufsehen. Resilienz. Die Fähigkeit, durch einfaches Loslassen innerlich zu wachsen. Ein geistiges Immunsystem aufzubauen. Warum solltest du nicht ein glückliches Leben führen können? Es geht einfach darum, etwas zu tun. Raus aus der Komfortzone und hinein in die Herausforderung. Die Herausforderung annehmen, akzeptieren und loszulassen und einen Schritt weiterzugehen. Sehr motivierend und aufbauend. Man kann sehr viel mitnehmen von diesem Vortrag. Sie werden merken, dass Sie immer wieder mal niedergeschlagen werden im Leben und vielleicht am Boden liegen. Das macht nichts, das ist kein Problem. Das gehört dazu. Aber aufzustehen, das ist ein wesentlicher Teil. Als Erfolgs- und Motivationstrainer schafft es Andreas Herz im Nu, sein Publikum zu begeistern. Hat sehr gut gesprochen, sehr verständlich. Wisst ihr, wo unser Geist am liebsten hinleuchtet? Überall dort, wo er jammern kann. Erkenntnisse aus eigener Erfahrung. Etwa auch die Tatsache, dass sich der beste Lehrmeister beim Blick in den Spiegel zeigt. 2005, am Anfang so ein bisschen Kreuzschmerzen gehabt. Nach einer medizinischen Abklärung, Wirbelsäule war in Ordnung, Bandscheiben waren in Ordnung, bekam ich die Diagnose Tarmkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Andreas Herz ist jahrelang durch die Hölle gegangen. Krebs, Metastasen, Operation um Operation, Chemotherapien. Während meiner Krankheit durfte oder musste ich das 5 Jahre lang ausprobieren, wie es ist, jeden Tag hinzufallen und immer wieder aufzustehen, dran zu bleiben, am Leben, an meinem Ziel. Ein Studium beim Dalai Lama half ihm zu erkennen, wie man innerlich unbeschadet auch die widrigsten Umstände für sich nutzen und den Erfolg im Leben steigern kann. Die Strategie, die mittlerweile auch viele Firmen zur Mitarbeitermotivation nutzen, lautet Resilienz. Es ist schön, dass es jemanden gibt, der das auch weiter vermitteln kann, muss ich wirklich sagen, weil das ist ganz, ganz wichtig im Leben. Das Publikum einzubinden ist ein wesentlicher Teil eines Motivationsvortrages, denn dadurch wird es lebendig, interaktiv und die Menschen spüren das, was du ihnen sagst. Aufgeben, wenn es einmal schwierig ist. Leute, wird's nicht schnell? Die Ich kann nicht mehr Glocke läuten. Muss nicht sein. Erkenne deine Situation, akzeptiere sie und lass sie los, um neuen Raum zu schaffen für eine neue Erfahrung. Um diese einfachen Schritte umzusetzen in einfachsten Techniken, das ist die Herausforderung, um mit Menschen arbeiten zu können. Die eigene Erfahrung macht den Unterschied. Andreas Herz kennt den Weg zu einem selbstbestimmten Leben. Der wesentlichste Teil, den Sie unendlich trainieren können, ist der Mentalbereich. Und genau darum geht es. Diese Kraft, diese Mentalkraft, diese Resilienz liegt in uns Menschen und befähigt uns, schwierige Situationen, alltägliche Situationen perfekt zu meistern. Wobei soziale und körperliche Aspekte mit im Vordergrund stehen. Ein Gesamtkonzept, das begeistert. Es geht darum, an sich selbst wieder zu glauben. Und genau diese Kraft, die in jedem Mensch von uns liegt und ruht, diese Kraft weiterzugeben, darum geht es, wenn ich auf der Bühne stehe und das möchte ich den Menschen mitgeben. War super, sensationell. Sehr gut, ja, sehr motivierend. Wahnsinn.